Oh Gott sei Dank, ich komme hier gerade vom Himmel. Da können wir schon. Ja, einer landet bei mir. Ah, du kriegst zwei. Jo, und direkt zwei weg. Ist das ein Dreck, ey. Ein wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück zu Let's Play Together 8-Bit Armies. Ich bin natürlich nicht alleine da, denn mein guter Kollege Kings Let's Plays ist auch wieder dabei. Guten Abend. So, und der langen Rede kurzer Sinn, ich bin bereit, neue gegnerische Raketensilos zu zerstören. Ich hoffe, du bist auch bereit. Jo, hab sogar schon auf Start gedrückt. Cool, das wurde bei mir noch nicht angezeigt. Aber ein Ladebildschirm siehst du, oder? Ja, jetzt seh ich's. Und jetzt sind wir auch schon da. Ach du meine Fresse, guck mal, wie viel Öl das hier gibt. Ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, ich schnapp mir mal das im Osten. Also in der Mitte weiß ich nicht, ob ich mich wirklich dahin vorarbeiten will. Das sieht mir da ein bisschen kritisch aus. Ja, in der Mitte hast du das Problem, dass du halt auf dem Öl extrem langsam bist mit den Fahrzeugen, ne? Refinery. Ach gut, du kennst mich ja, ich bin ja so eine Rampensau in der Luft. Ja, da war ja was. Oh, die Bumpscan sind gleich schon fertig. Ich packe meine 5 Einheiten, die ich habe, ein bisschen weiter nach vorne. Damit möglichst wenig Kollateralschäden sind, falls der die gleich auf mich schmeißt direkt. Nö, ich vermute mal, die werden warten. Meinst du? Oder hauen es direkt auf die Einheiten, weil die natürlich immer wissen, wo unsere Einheiten stehen. Ja. Können die von hinten kommen? Nee, ne? Die können wirklich nur von vorne kommen, ne? Mhm, ja. Nur die von, deswegen könnten wir da alles mit Türmen zupflastern, hoffen, dass da, die da keine Bombe hinschmeißen. Das weißt du auch, Bomben gehen immer auf die Türme. Motorpool. Echt jetzt? Complete. Ja, klar. Bei mir gehen sie immer auf die Einheiten. Immer die Türme. Bei mir bomben sie immer die Einheiten weg. Ja gut, außer wenn sie natürlich Einheiten sehen, ne? Aber im Normalfall am Anfang bomben sie bei mir immer die Türme weg. Okay. Komisch. Constructing. Oh, da kommt schon der erste Lümmel. Aber mein Raketenturm, der macht das. Hat er fein gemacht. Rocket Joe hat geklärt. Oh, ich hab gerade eine Kuh gehört. Bei dir schießt gerade einer auf den MG-Turm und der Raketenturm kommt bei dir nicht dran. Boah, Alter. Ja. Ich sag doch, auf die Türme. Jo. Boah, what the fuck, gleich zwei abgekriegt, ey. Repairing. Oh, das ist mies. Alter. Das ist richtig mies gerade. Constructing. Genau. Aber wir können Rocket Turrets bauen. Ja, das ist gut, aber wenn die wegkommen, ist das nicht gut. So, wieder zurückziehen bitte. Pass auf, da kommen direkt die nächsten. Ja, das sind ja nur Einheiten. Na dann, solange es keine Bumpskin sind. Machine Gun Turret under attack. Boah, Alter, das Problem ist halt einfach, dass das jetzt innerhalb von 1 Minute 30 wieder fertig ist. Knacken Bomben, ne? Ach ja, gut. Ja, nun man übertreibt das nicht hier. Machine Gun Turret under attack. So, ich brauch mal einen Raketenturm so neben meinem MG-Turm, damit der nicht so ganz alleine da steht. Auch wenn ich dadurch dann wahrscheinlich sowieso gleich direkt ein paar Bomben ins Gesicht geworfen bekomme, aber hey, ich glaube, kriegen wir sowieso, oder? Ja, die kriegen wir sowieso reingedrückt, das ist ja nichts Neues. Ich sollte nur vielleicht mal gerade ein paar Einheiten bauen. Repairing. Falls sie gleich wirklich mal durchkommen. In 20 Sekunden. Das sollte ich auch, aber irgendwie habe ich keine Lust. Ja, Lust habe ich auch nicht, aber ich habe keinen Bock abzukacken. Constructing. So, erstmal das zweite Ölfeld schnappen und dann. Weil, wenn sie die Bomben gleich wirklich schlau werfen, dann sind alle meine drei Türme im Arsch. Machine Gun Turret under attack. Oh, jetzt kommen wir bei mir. Oh Gott sei Dank, ich komme nicht gerade vom Himmel. Da kann mich nicht. Ja, einer landet bei mir. Ah, du kriegst zwei. Jo, und direkt zwei weg. Ist das ein Dreck, ey. Ja, aber solange sie nur auf die Türme schmeißen, kannst du hinten im Hintergrund schön die Soldaten aufbauen, ne? Wobei, sobald wir keine Kohle mehr haben hier hinten, müssen wir sowieso vorrücken. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Machine Gun Turret. Ja, oder auch nicht gut. Wollte ich gerade sagen. Also, der hat seinen Landungshubschrauber einfach bei mir reingeflogen, aber niemand aussteigen lassen, von daher. Constructing. Ich finde auch schade, dass man aktuelle Bauten nicht anhalten kann bzw. pausieren kann. Rocket Turret under attack. Also wenn das jetzt nicht gleich bei mir repariert wird, habe ich ein Problem. Rocket Turret complete.
Constructing. So, jetzt erstmal die zweite Raffinerie. Dann wird alles gut. Rocket turret under attack. Hoffe ich zumindest. Oh, dann sollte ich natürlich auch einen weiteren Harvester bauen. So, die müssen jetzt erstmal reparieren hier, meine lieben Leute. Also jetzt hatte ich gerade eine Community-Meldung von Steam drin, deswegen konnte ich nicht auf Reparieren klicken. Da habe ich grundsätzlich alles bei mir deaktiviert. Naja, das sollte ich vielleicht auch mal machen bei Gelegenheit. Ist relativ sinnvoll. So, also ich warte auf jeden Fall jetzt die nächste Atombombe ab, bevor ich da vorne wieder was baue. Oh, ich sollte auf jeden Fall meine Einheiten aus meiner Basis rausschaffen, glaube ich. Ja, zwei direkt auf die Einheiten. Scheiße. Oh, die haben beinahe mein Ein Harvester haben sie gerissen und beinahe mein Hauptquartier. Uiuiui, das war. Die haben direkt eine Raffinerie über mir zerbombt, ey. Wo wissen die, dass genau da gebaut wird? Wo wissen die das? Also bei mir haben sie eindeutig die Einheiten gesehen. Herrn, ey. So, ich baue doch mal schön vor dem zum nächsten. Oh, ich hab keine Kohle mehr. Soll ich dem was geben? Ja, gib mir mal bitte was. Ich muss den Rocket Turret bauen. Ups, das wäre jetzt ein bisschen viel. Aber egal. Viel Spaß. Machine Gun Turret under attack. Machine Gun Turret complete. Mal, die belagern mich hier gerade zum kleinen wenig. Du hast bei dir Besuch drin. Ja, ich weiß. Meine Einheiten stehen daneben. Und sagen mal Hallo. Schieß doch mal lieber auf die Hubschrauber dahin, du Eierkopf. Rocket Turret under attack. Repairing. Was macht der mir da auch noch platt da hinten? Constructing. Eieiei, also das ist echt doch ein bisschen knackig hier gerade. Ja, weil du würdest durchweg unter Belagerung stehst, ja, ne? Und dann immer direkt drei Bomben gleichzeitig Air fallen. Ja, und die nächsten kommen gleich schon wieder. Gucken, was sie diesmal bei mir zerbomben. Ich möchte am liebsten jauchzen und frohlocken. Boah, Alter, lass mich doch mal in Ruhe, ey. So, ich hoffe, die fahren wir auf meine Einheiten. Ja, oh. Schneller fahr, du verdammter Panzer. Nein, Mist, zwei Panzer. Oh, auf die Einheiten, ey. Meine Fresse. Au. Oh. Rocket Turret under attack. Und schon bist du der gute Launebär. Was denn? Und schon bist du der gute Launebär, sag ich. Radar complete. Ah, das regt mich auf sowas, ey. Du musst nach wissen, dass da Einheiten stehen. Der weiß alles. Ja, es ist das Problem einer KI. Vor allem, wenn die so doof ist. Also in dem Augenblick so schlau. Machine Gun Turret under attack. Machine Gun Turret complete. Oh, Harvester. Okay, Harvester, ey. Komm, überhaupt nicht in den Kuschen hier. Wie viele Harvester hast du aktuell? Ein. Oh. So, jetzt einen zweiten. Aber ich baue mich nach hier hinten aus, ey. Aber ich werde nämlich wieder unten ausbaue, werden sie mich trotzdem zerbomben. Machine Gun Turret complete. Die genau wissen, dass ich da baue. So, ich baue jetzt mal Kraftwerk. Ich bin nämlich jetzt schon bei dem anderen angelangt. Also geldmäßig kann ich dir gleich auf jeden Fall ein bisschen unter die Arme greifen, wenn du magst. Ja, noch habe ich. Aber ich baue mich gerade auch schon langsam rüber. Power plant complete. Boah, ey, greif doch nicht gleich meinen Bau an hier, ey. So, jetzt habe ich vier Harvester. Machine Gun Turret under attack. Warum fährt der denn jetzt hoch? Warum die das denn bitte gesehen, dass hier irgendwas steht? Ah, nein! Nee, echt, wollte mich verarschen. Alter, ich krieg einen Föhn, ey. Ich krieg so einen Föhn, ne? Ey, und mir? Ne? Mich greifen sie jetzt erst hier oben an. Wo ich hier meine Expansion gerade aufbaue. Und ja, parallel hat er da direkt erstmal eine Atombombe draufgeschmissen. Jetzt ist meine Basis direkt uninteressant für die. Unglaublich. Refinery complete. Constructing. Ja, genau. Geht alle auf meinen Turm. Ja, Arschkinder.
Machine gun turret under attack. Air control complete. Alter, wir müssen irgendwie Einheiten bauen, dass wir ausräumen können. Also ich bekomme meine Einheiten jetzt unten. Raketensilo wird fast schon reichen. Theoretisch. So, warte mal eben. Wie war das? Ich glaube mit Z? Nee. Nein, nein! Oh! Alles gut? Wie kann ich die nochmal patrouillieren lassen? Als? E. Weil dann lasse ich nämlich unten hin und her rennen. Dann ist die Gefahr. Machine Gun Turret under attack. Zack. Zack. Achtung, in ein paar Sekunden geht's los. Zack. So, bin ich mal gespannt. Ja. Du bist genau, wo meine Einheiten stehen. Oh, bei mir hat er Gott sei Dank nur in Anführungsstrichen aufs Kraftwerk. Und das, da hat eine Atombombe Gott sei Dank nicht gereicht. Ey, das ist doch echt so unnormal, ne? Mm. Dass sie da unten direkt alles zerbomben. Yep. Gut, dass ich meine Einheiten gerade patrouilliert geschickt habe, ey. Structure sold. Das sind wir direkt dran. Constructing. Aber ich bin so ein Idiot. Structure sold. Natürlich sehen die, dass ich hier oben bin. Oh, ich depp. Weil ich habe jetzt gerade verpeilt, dass die mittlere Ebene ja höher ist als die in den Basen. Refinery complete. Ja. Und deswegen können die natürlich reingucken quasi. Und deswegen sehen die das natürlich. Dass ich da hocke, weil wenn ich da mein MG-Turm direkt am Rand stelle, ist das Repairing. So, Achtung, gleich kommt wieder eine Atombombe. Warum fährt der dahin? Air Control. Ist der denn des Wahns? Mein Gott, dieser Harvester ist dumm wie ein Esel und dreimal so hässlich. Oh, ich warte jetzt, bevor ich wieder baue, bis die Atombomben runtergekommen sind. Harvester under attack. Machine Gun Turret under attack. Ach, die Robbe kommt, da kommt schon wieder. Was ist denn hier? Einen hatte mir direkt in die. Nein! Dieser Pisser! Die sind alle bei dir runtergekommen. Repairing. Alter, wie scheiße war das denn? Der hat mir direkt zwei Air Control Fields zerstört. Machine Gun Turret under attack. Okay, ich werde jetzt einfach meine Air Control Dinger kreuz und quer der Weltgeschichte bauen. Weil alles andere ja, ist bestimmt auch besser. Repairing. Ey, ohne Witz, ich glaube, wir müssen mal früher oder später ein bisschen lospreschen, dass wir endlich mal. Ja, ich baue ja schon ein paar Einheiten, aber so wirklich schnell und viel kann ich nicht bauen. Hm. Ich habe zwar Kohle, aber das bringt mir aktuell noch nichts. Constructing. Weil der Spacko ja grundsätzlich immer meine Leute sehr bombt. Weil wir müssen echt vorankommen, sonst haben wir echt ein Problem. Ja. Das war ein Grosses. Sonst geht uns irgendwann das Öl aus. Ja, genau das meinte ich. Rocket Turret under attack. Missile Silo complete. Ist der doof? Das hört mein Harvester oben von dem zweiten Gebiet. Und wo wollte er das Ding hinbringen? Direkt dazu im ersten Gebiet. Das ist natürlich extrem schlau. Der ist so unglaublich klug. So, dann bauen wir jetzt hier mal eine raffinierte Raffinerie. So, bei dir. Oh nein, ich hab keine Luft, nein. Ey, diese miese Drecksau. Was haben sie diesmal zerstört bei dir? Warte mal, ich weiß gerade nicht, ob die oben noch ein. Ne, oben haben sie keine geschmissen. Ja, es sind, glaube ich, nur drei MG-Fahrzeuge draufgegangen. Nur in Anführungszeichen. Ja, gut, okay, das geht ja noch. Den Rest konnte ich zum Glück reparieren. Also, ich fahre unten schön fleißig hin und her.
So, die Raffinerie ist fertig. Dann brauchen wir hier noch eine zweite, aber hier oben noch Strom. Machine Gun Turret under attack. Baut einem doch mal was anderes an, ey. Rocket Turret. Ja, machen sie ja nicht. Wollen wir mal im Südwesten den, also links neben dir quasi, gleich mal Hallo sagen? Jo, ja, können wir gleich machen. Constructing. Also ich habe eine etwas annehmbare Luftstreitmacht. Und sogar ein bisschen was für den Boden. Na, Boden habe ich ein bisschen mehr. Siehst du unten, was alles in der Wusel, ey. Power plant complete. Ich würde mal sagen, wir warten die Atombomben noch einmal ab, weil sonst gehen die direkt wieder auf unsere... Oh, ich packe meine Lufteinheiten woanders hin gerade, weil es wirklich keine Gebäude da im Weg steht. Achtung. Die werden dir gleich unten rechts sowieso eine Bombe hinhauen. Harvester under attack. Shit. So, jetzt reicht's mir. So, wir sammeln uns bei meinen Türen unten. Ja, alles unten klar. Unten links. Ich würde... Oh, der hat mir auch bei meinen Raketensilaten einen drauf gewämst. Ah, jo. Dieser Lümmel. Ich bin da eine Einheit gerade lang gefahren. Jo. Okay, komm dann. Ach, jetzt sind deine Haare ja schon bei mir zu reißen, oder was? Was? Wo? Ja, da fährt ein blauer. Der ist hier nach vorne vor die Basis gefahren, weil er irgendwie nicht rafft, dass er hier hochfahren soll. Power plant complete. Machine gun turret under attack. Echt? Oh, der fährt tatsächlich zu dir. Entschuldigung. Ja, sag ich doch. Der klaut mir schon wieder meine Kohle. Entschuldigung, ich dachte, du hättest einfach gelogen. What the fuck? Was geht da jetzt ab? Repairing. Wir sollten uns beeilen, der hat gleich seine Atombombe fertig. Das ist jetzt meine, die beschränken. Wir können das direkt durchpreschen, weil der wird die mit Sicherheit auf die werfen. Ich habe höchstens noch als, nennen wir es mal Blickfang, unten meine Bodentruppen stehen. Machine Gun Turret under attack. Flieg einfach rein, einfach ins Lager rein, da wirft er die Atombombe bestimmt nicht rein. Rocket Turret under attack. Oh, das ist nur ein Nebenlager, das ist nur ein Nebenlager. Egal, da steht doch auch eine. Ja, dann machst du die kaputt, ich geh schon mal wieder. Oh, die kommt bei mir. Ach, nein! Dein Hubschrauber. Fliegt! Nein, zwei hat's zerrissen. Ich hab zu spät reagiert. Machine Gun Turret under attack. Komm, lass lieber zusammen irgendwo reinmarschieren, weil bevor wir einzeln aufgerieben werden. Rocket Turret under attack. Komm, marschieren wir hier rein. Jo, on the way. So, da ist der Ziel. Erstes Mal auf die Bombe. Da noch ein V-Quartier. Ja. Laut. Refinery under attack. So. Harvester under attack. Hast du die andere hier unten noch nicht zerstört? Nein, noch nicht. Warte, ich fliege einen von hier aus rüber. Aber da komme ich, glaube ich, besser dran. Yep. Oh, das ist fast weg. Ja, yep. Zumindest schon mal eine. Ne, der hat immer noch. Eine hat er noch. Hier unten sind jetzt die Kraftwerke. Ja, die schon. Die Kraftwerke sind so langsam, ey. Harvester under attack. Oh shit, wir haben beinahe meinen einzigen Raketenschirm auf einer Seite zerstört. So, warte mal, ich presche mal schnell durch. Zumindest eine Bombe weniger. Ja, Bombe ist weg. Ja, nice. Lobby hat keine Bombe mehr. Harvester under attack. Ja, ich krieg sie wieder. Bei dir oben. Harvester destroyed. Und hoch auf den Hubschrauber. Das. Rocket turret under attack. Weißt du echt, dass du mich jetzt erschießen kannst, du kleiner Hubschrauber? Ja? So, ich schmeiß schon mal hier auf den hintersten gleich eine. Harvester under attack.
Oh, warte mal, bei mir wird gerade auch meine Sachen zerstört. Ja, warte, ich flieg mal eben schnell hin, wo die Grünen sind, ne? Ja. Genau, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich schneller klären, bis ich da bin, ey. Ja, ich, unterwegs werde ich noch von ein paar getrollt, aber die sind auch so gut weg. Ja, lass doch meine Harveys in Ruhe, ey. Aber gut, die stehen dann rum, die wehren sich nicht. Harvester under attack. Viel zu langsam, ich brauche dringend Konstruktor. Oh, lass mal weiter nach oben gehen jetzt, bevor gleich wieder die nächste La Bomba kommt. Harvester under attack. Air control complete. Hä, wann habe ich die denn dahin geschickt? Weiß nicht, das habe ich gerade auch gefragt. Ey, ohne Witz, ich habe, also wenn dann was, da war ich komplett geistesabwesend. Aber egal, nehme ich doch gerne mit, weil da sind nämlich meine Mechaniker bei und die können dann direkt alle wieder heile machen. Ja, genau, erstmal den Wasserturm platt machen. Ach, hier ist ja gar kein Problem, das stimmt. Ja, also was soll er da rumstehen hier? Oh, 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 oh. Ja, meine Partner sind fast wieder aufgegangen. So, aber ich denke, den gelben können wir jetzt auf jeden Fall mal um ein paar Atomraketen erleichtern. Oh, jetzt kommt auch der Pfeffer, der hier so alles ist. Boah, ich wünschte echt, ich hätte das schon vorher ausgestellt mit den Nachrichten, weil hier ist gerade, ich habe gerade einen in der Front, das ist der gefühlt alle 5 Minuten irgendwie ein neues Spiel startet. Oder nicht mal alle 5 Minuten, alle 2. Das ist ja schön und gut, wenn sie da schreiben, wenn du eine Benachrichtigung bekommst, aber das nervt. Mhm. Oh, jetzt hat kein Strom mehr, oh. So, direkt mal. Oh, du hast ja schon mal so getroffen. Ja. Hin und wieder habe ich einen klaren Moment. So, pass auf, dann mache ich direkt hier hinten nochmal die nächste. Ich hoffe, die treffe ich ebenfalls. Hast du Mannequins dabei? Hier gibt's ein. Oh ja, habe ich. So eine Kiste. Oh, weil meine Mannequins gerade schon unten übelst penetriert werden. Achtung, gleich fliegt eine Bombe. Jo. Beweg meine Panzer schon mal. Ach gut, der ist nur da hinten bei meinen Truppen gelandet. Ja, das macht nichts. Oh, ihr Deppen, ihr solltet doch da hochgehen. Harvester destroyed. Irgendwo haben sie meinen Harvester gerade zerrissen. Ach, der fährt mal eben bei denen in die Basis. Ja, schön. Guck mal hier oben. Ist unglaublich. Ja. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Ja, der Typ hat noch richtig Eier in der Hose. Ja, also du hörst dich erst. Er hat noch Grande Cojones. Oh, da habe ich auch mittlerweile ordentlich Kohle, ey. Wo sind meine Panzer eigentlich? Harvester under die ich alle mal unterwegs geschickt habe. Sind in der Mitte gerade. Ja, warum fahren die nach da? Da sollten die gar nicht hin. Weil sie es können? So, jetzt hole ich mir erstmal, was hier ist. Kommando, Chris. Oh, ein Kommando. Oh, nice. So. Ja, der wird bestimmt gleich vom Harvester des Todes überrollt. Unter den grünen beiden Türmen habe ich jetzt gerade meine Leute stationiert. Hinter den 7 Bürgen? Wobei kannst du sehen, wo die ganzen Punkte sich gerade hinbewegen. Ja. Aufpassen, da ist so ein kleiner Stoßdruck, der keine Panzer hat. Ja, ja, ich roll einfach durch. Alter, meiner ist gut, ey. So 6 Sekunden ist einer die Bombe fertig. Ja. Geht oh, ist der doof. Der hat es auf mein Kommando geschossen, aber der war ja mitten im Laufen gerade. Oh, dann war rein. Was
weiter. Ich mache direkt hinten das eine Atomsilo platt, in der Hoffnung, dass ich natürlich treffe. Ja, sieht gut aus. Komm, wenn die Zeit jetzt länger wird, dann ist es kaputt. Ah, leider nicht. Egal. So. Ein paar Strom klauen hier. Und hier vorne links muss das sein. Da ist es. Under attack. Ja, das eine hinten ist schon weg. Und dann ist es noch eins. Sehr gut, der drüber. Na, ihr sollt da hin. Ja, mein Kommando rennt einfach mal vor an dem Gebäude vorbei. Und das war's mit meinem Kommando. So, komm, ruf auf eine Atombombe da bitte. Und das war's mit ihm. Zack. Erledigt. Alles kaputt. Mission complete. Und alle so, yeah. Yes, winner is you. Wuhu, ja, diesmal. Okay, ressourcentechnisch vielleicht ein bisschen besser aufgestellt diesmal. Ja, minimal, diese 10. So eine Idee. Ja, und warum? Eine hattest du wahrscheinlich noch bedeutend mehr, wa? Ja, geht, gar nicht so viel. Also, ja, eigentlich schon. Du hattest so knapp gut zwei Drittel von dem, was ich hatte. Ja. Aber mehr getötet, juhu! Roffelkopter sei Dank. Ja, wollte ich gerade sagen, liebt deine Roffelkopters. Ja, ich würde sagen, das passt auch wieder gut, um direkt hier einen Cut zu machen. Ja, sehe ich genauso. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wäre natürlich geil, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss Sikowski. Tschüss.